sich in Bewegung selber fühlen, gibt dem Kind auch so eine Gewissheit der Identität der eigenen Person. Also die hirnphysiologische Entwicklung hat ihre sensible und kritische Phase in den ersten, sagen wir es mal, 10, 11 Lebensjahren, plus minus ein paar Monate. Bewegung versorgt uns mit den Informationen, mit den Stimulationen, die unser Organismus braucht, um gesund zu bleiben. Wenn wir diese Stimulationen nicht erhalten, weil Bewegung eingeschränkt, verhindert wird, wir also still sitzen müssen, dann ist unser Organismus ständig damit beschäftigt, diesen Hunger nach den Stimulationen zu unterdrücken. Es geht nie nur um Motorik, sondern es geht darum, welche Erfahrungsgelegenheiten das jeweilige Bewegungssetting vorstrukturiert. Ich muss Vorbild sein. Ich kann nicht vom Kind erwarten, dass es sich mehr bewegt, wenn ich selbst letztendlich viel passiv zu Hause vor dem Bildschirm am Konsumieren bin. Macht was mit den Kindern. Geht mit den Kindern in den schon zitierten Wald. Lasst die Kinder auch mal dort selbstwirksam aktiv sein und beschleunigt nicht den Spaziergang.